Hey du im Homeoffice, pass bitte auf, dass du nicht im Bermuda-Dreieck von Küche, Couch und Klo untergehst. Allein das Rumsitzen ruiniert deine Gesundheit, denn ohne Bewegung, ohne die erforderlichen 10.000 Schritte, hast du einfach nicht die Durchblutung, die du brauchst, um einfach nur gesund zu bleiben. Mach dir bitte bewusst, die Versorgung deiner Zellen mit Sauerstoff und Nährstoffen erfolgt über das Blut und mit einer guten Durchblutung. Genauso der Abtransport von Kohlensäure, Milchsäure und anderen sauren Stoffwechselendprodukten braucht eine gute Durchblutung. Wenn du den ganzen Tag mehr oder weniger einfach nur rumsitzt, versackt das Blut in deinen Beinen. Dann fehlen der Sauerstoff und die Nährstoffe und die Säuren werden nicht abtransportiert. Dann bist du nur vom Rumsitzen, gerade in deinen Beinen, übersäuert und unterernährt. Und dann staut sich auch noch das Wasser zurück und die Lymphe staut sich auch zurück. Und dann schneiden abends die Strümpfe ein und dann hast du dicke Beine und dann ist es nicht weit bis zu Bindegewebsschwäche, Krampfadern und dem vollen Programm. Dann bekommst du, und da kommt der Spruch her, Sitzen ist das neue Rauchen, weil dann bekommst du Raucherbeine. Und du bekommst massiv Gelenkprobleme. Weil mach dir bewusst, deine Gelenke, deine Knorpel, deine Bandscheiben sind nicht durchblutet. Und wenn du die nicht bewegst, immer wieder über den Tag bewegst und belastest und entlastest, dann hast du dort keinen Stoffaustausch. Dann fehlen insbesondere in deinen Gelenken der Sauerstoff und die Nährstoffe und die immer entstehenden Säuren stauen sich dann dort zurück. Dann ersticken und verhungern deine Gelenke und deine Knorpel und deine Bandscheiben und dann übersäuern und degenerieren deine Gelenke, denn Regeneration braucht in all deinen Bindegeweben, bis in die Gelenke, bis in die Knochen, Regeneration braucht basische pH-Werte. Und wenn du rumsitzt und wenn du dich nicht bewegst und wenn du den Stoffaustausch nicht hast, rutschen die pH-Werte ab, Säuren stauen sich zurück, Nährstoffe kommen nicht hin und fehlen und dann rutschst du in die Degeneration. Nur, dass dir das bewusst ist. Und wenn du jetzt im Homeoffice dich auch noch normal ernährst, also viel Brot, Pizza, Pasta, Kaffee, Kuchen, Kekse, Fertigprodukte, Fleisch, Softdrinks, ja, Energydrinks. Entschuldigung, dann wird es schwierig, dass dir noch irgendeiner helfen kann, weil dann bist du ohnehin schon alleine deswegen total übersäuert und unterversorgt. Immer das gleiche Spiel, übersäuert und unterversorgt mit Vitalstoffen. Dann hast du vielleicht noch ein bisschen Stress, der auch total übersäuert. Und das ist dann eine Kombination, ein Cocktail. Das macht dich fertig. Ich habe zu den separaten Themen mit Bewegungsmangel, was in den Gelenken passiert, zum Stress, einzelne Filme, die sind in der Videobeschreibung. Schau dir die nochmal separat an, was nur diese einzelnen Bereiche für eine Tragweite für deine Gesundheit haben. Ja, aber im Homeoffice kommt einfach verdammt viel zusammen. Deswegen jetzt meine Tipps für dich im Homeoffice. Sieh zu, dass du über den Tag auf die 10.000 Schritte kommst. Je mehr, desto besser. Nutz wirklich jede Kleinigkeit, ja, dich irgendwie wieder zu bewegen. Mach dir das bewusst, wie wichtig das ist für deine Durchblutung, den Stoffaustausch, um einfach nur gesund zu bleiben. Das ist die Basis. Unersetzlich. Die Bewegung, die 10.000 Schritte. Trink mal bitte sehr viel mehr. Trink mal mindestens 2-3 Liter gutes Wasser und Kräutertees, um durchzuspülen, deinen Körper sauber zu spülen, um die Nieren durchzuspülen. Und je mehr du trinkst, desto öfters musst du auf Toilette gehen und schon hast du wieder eine bessere Durchblutung. Vielleicht machst du gerne zwischendurch mal ein paar Kniebeugen, um mal so richtig durchzupumpen. Und überhaupt, wenn du aufstehst,
dann solltest du dich immer wieder recken und strecken und dehnen und stretchen, so wie die Tiere das machen. So wie jeder Hund, jede Katze. Wenn die aufstehen, dann recken und strecken die sich erstmal. Und das macht geschmeidige Gewebe. Und das ist auch gerade wichtig, so für deine Schulter und alles, dass du reckst und streckst und den Stoff austauscht, ja, die Gelenksflüssigkeit mal wieder austauscht, weil wie gesagt, dieser nicht durchblutet. Also auch gerade deine Schultern und deine Bandscheiben, ja, der Katzenbuckel und so weiter. Hey, jedes Mal, wenn du aufstehst, mach so ein bisschen Stretching. Ja. Wenn du rumsitzen musst, hast eine Konferenz, irgendwas, ein Projekt und du weißt genau, hey, die nächsten 1, 2, 3 Stunden sitze ich einfach nur rum. Das gilt auch fürs Büro, ganz allgemein. Dann mach dazu ein basisches Fußbad. Das aktiviert deine Haut als Ausscheidungsorgan und gerade über die Füße, wo wir ja da unten einfach im Stau sind, ja, gerade an den Füßen haben wir am meisten Schweißdrüsen pro Quadratzentimeter. Und die basische Körperpflege aktiviert die Haut als Ausscheidungsorgan und zieht dir regelrecht die Säuren raus, dass du da unten nicht so in den Stau gerätst und nicht so in die Übersäuerung hineinrutscht. Also dann mach halt auch die basischen Fußbäder. Und ernähr dich natürlich auch basisch bzw. basenüberschüssig, dass da ganz viele Vitalstoffe, Vitamine, Mineralstoffe, alles kommen. Die kommen in erster Linie aus Gemüse. Da hast du automatisch wenig Kalorien, viele Vitalstoffe für deine Gesundheit, zur Regeneration, für straffe Bindegewebe und so weiter und so weiter. Also ist ganz viel Gemüse, Salate, Nüsse, Kräuter einfach im Schwerpunkt, ganz klar. Pflanzlich, abwechslungsreich, bunt, Bioqualität. Je mehr, desto besser. Wir haben mit Kalorien gar kein Problem, aber die Vitalstoffe für dich zur Regeneration, für deine Gesundheit, die kommen aus dieser im Schwerpunkt pflanzlichen, abwechslungsreichen Ernährung. In der Kombination, gute Ernährung, 10.000 Schritte, alles schon ganz gut verteilt, kann ich dir echt nur echt ans Herz legen, geh regelmäßig, ganz gezielt trainieren. Muskeltraining, Krafttraining liefert deinem Körper den erforderlichen, unersetzlichen Reiz zur Regeneration. Wenn der nicht kommt, kannst du dich von deinen Geweben, von deinem Bindegewebe, aber auch Muskeln, Sehnen, Bänder, Kraft, Gelenke, Knochen, du kannst dich von allem verabschieden, so schnell wie du sehen kannst, bei einem Gipsbein. Dieses Gipsbein, mach dir das bewusst, nach ein paar Wochen ist von deinen Geweben nichts mehr übrig. Und deine Kraft und deine Lebensqualität sind weg. Also geh regelmäßig, Minimum 2, 3 Mal die Woche, geh ganz gezielt trainieren. Aber wie gesagt, bitte auf Basis einer guten Ernährung und mit den 10.000 Schritten im Hintergrund. Wenn du nur rumsitzt und übersäuert und unterversorgt bist, gerade in deinen Beinen, und wenn du dich schlecht ernährst, wenn du dann einfach völlig übersäuert bist und das insbesondere dann deine Gelenke betrifft, und wenn dort die pH-Werte sinken, kristallisiert dort die Harnsäure aus. Und dann hast du richtig Sand im Getriebe. Und wenn du glaubst, du kannst die schlechte Ernährung und den Bewegungsmangel kompensieren durch Joggen am Abend, dann geht der Schuss nach hinten los. Denn mit Sand im Getriebe schmiegelst du dir dann deinen Knorpel weg. Ja? Also kombiniere das. 10.000 Schritte, reichlich Wasser, gute Ernährung, dann gezieltes Training ist dann auch Burnout-Prävention. Wenn du dich dann so gezielt und bewusst auch mal bei dir bist, dich auf dich konzentrierst, werden Stresshormone abgebaut, Glücks- und Wachstums-Regenerationshormone, sage ich mal, ausgeschüttet. Eine ganz, ganz große Bitte, erzähl das weiter. Wir als Gesellschaft verlieren gerade Tausende in diesem Bermuda-Dreieck aus Küche, Couch und Klo. Weil die sich nicht bewegen, sich nicht gut ernähren, keinen Sport machen, nicht trainieren. Und dann kann denen keine Tablette, kein Arzt, keiner kann denen helfen. Polen hat vor kurzem Energy Drinks für unter 18-Jährige verboten, weil denen bewusst geworden ist, in der Politik, in der Regierung, dass sie gerade eine ganze Generation verlieren. Also
Ich habe auch zwei kleine Kinder. Also, der eine ist gerade 18 geworden. Ja, der ist jetzt gerade ein bisschen größer. Und ich mache denen immer wieder bewusst, wie wichtig Bewegung ist. Entschuldigung für meine Wortwahl, aber tretet den Kindern in den Arsch, dass sie sich bewegen, dass sie nicht auf der Strecke bleiben. Die müssen wir bitte, die nächste Generation oder auch die ältere Generation, wir müssen bitte alle mitnehmen als Gesellschaft. Wenn wir wollen, dass es hier besser wird, dann müssen wir uns bewegen, dann müssen wir uns das bewusst machen. Und wenn du dir als Erstes schon mal bewusst machen möchtest, wissen möchtest, wie dein Körper funktioniert, wie dein Säure-Basen-Haushalt funktioniert, wie deine Gesundheit funktioniert, dann schau dir gerne noch weitere von meinen Filmen an. Wir packen die in die Videobeschreibung rein, ja, Bezug Ernährung, Bewegung, was passiert in deinen Gelenken, habe ich alle schon längst Filme zugemacht. Schau dir die gerne an. Wenn du mehr wissen willst, wenn du es tiefer wissen willst, auch tiefer verstanden haben möchtest, dann lies dir gerne mein Buch durch. Lesen hat einfach fürs Gehirn, fürs Lernen den größten Effekt. Ja? Wenn du mehr der Typ bist, der sagt, ich lese nicht so gerne, ich habe zu viel zu tun, bin so viel unterwegs, ja, ich höre mir gerne was an, dann habe ich ein komplettes E-Learning für dich. 4 Stunden strukturiertes Wissen. 24/7 abrufbar. Da erfährst du das alles in den Details, wie, wo, was funktioniert, woher die Säuren kommen, wie dein Körper versucht, das zu kompensieren, um letztendlich zu überleben, weil dein Blut muss immer und unter allen Umständen basisch bleiben. Und deswegen ist der Säure-Basen-Haushalt für uns heute von ganz zentraler Bedeutung für unsere Gesundheit, weil dort der Bewegungsmangel, der Trainingsmangel, der Vitalstoff Mangel und die Übersäuerung und der Stress, alles landet im Säure-Basen-Haushalt. Der ist zentral für unsere Gesundheit. Und da habe ich über 4 Stunden strukturiertes Wissen und Material, dass du wenigstens mal den Überblick hast. Es stecken immer noch Details dahinter, aber da hast du den Überblick, wie du, dein Körper, deine Gesundheit, dein Säure-Basen-Haushalt, wie das alles funktioniert. Links packen wir dir alles in die Videobeschreibung. Bleib basisch. Dein Roland.